Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Der zweite seines Namens und die zweite Folge direkt hintereinander. Heute sind wir... Was? Und die dritte Folge insgesamt. Die dritte Folge insgesamt, ja, das hätte ich auch noch gesagt. wir gucken heute wieder House of the Dragon. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch haben die ersten beiden Folgen gefallen. Ich kenne die Serie bereits, für Jan ist das alles neu. Und immer noch. Ja. Wir schauen heute die erste richtige Schlacht. Also es wird actionreich, aber Action. Auch ein bisschen blutig. Wuhu! Also, Action! Du siehst es nicht detailliert. Ich finde, die Schlachten sind halt immer noch einigermaßen harmlos, weil du siehst halt, dass dann hinten mal aber irgendwie, weiß ich nicht, jemand mit dem Kopf abgehauen wird und so. We will see. Ja. Es ist in Ordnung. Und ich glaube, eine Jagd sehen wir davon. Oh, und wir begrenzen. Wir schauen einfach, bevor du jetzt die ganze Folge spoilerst. Viele neue Charaktere. Wundert euch nicht, ich muss gleich während der Folge nochmal ganz kurz da vorne hin ein paar Dateien rüberziehen. Dann mache ich allein Unterhalter. Ich kenne die Folge schon. Das sagtest du bereits. Gut. Frage vorweg, bist du für Team Daemon oder für Team Viserys? Team König. Okay. Prost. Prost. Diese Gläser sind so fancy. Die sind so fancy. Das sind Game of Thrones Gläser. Nur damit ihr es wisst, bei ihm steht drauf Valar Morghulis und bei mir steht drauf Valar Morghulis. Es geht los in 3, 2, 1, go. HBO Max. Und wir haben wieder das Intro. In der letzten Folge ist keiner davon gestorben, ne? Nee. Und es wird auch keiner geboren. Also von daher müssen die Segel eigentlich gleich bleiben. Das sind bisher noch die Vorfahren. Das dürfte Balon der Grausame gewesen sein. Das dürften... Na, die sind auch beide tot. Ja, das ist noch nicht der König. Nee, die auch nicht. Ich guck gerade... Eigentlich dürfte man Daemon und Viserys sehen. Da hinten zieht sich noch eine andere Blutlinie lang. Die wird später irgendwann wichtig. Also sie wird hier halt schon angedeutet. Ja, ja. König und Königin. Ja. Ehemalige Königin. Aber ich habe Daemon gar nicht gesehen. Jetzt dürfte es zu Rhaenyra gehen. Es müsste aber Alicent jetzt irgendwo mit auftauchen. Ja. Obwohl, nee, nicht unbedingt. Die haben ja kein Kind zusammen. Ist ja noch nicht in der Blutlinie verankert. Aber sie könnte außen halt schon mit in der Blutlinie stehen. Ja. House of the Dragon, Folge 3. Zuhause des Drachen. Oh ja. Ist das ein Schiff? Sieht sehr stark nach einem Schiff aus. Das ist die Flagge von der Seestange. Also von Paulus. Ja. Das sind ja, wir sind ja an den Stepstones, also an den Steinen. Mit den Krabben. Wow. Du siehst es aber nicht. Oh, oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Was denn jetzt? Entscheid dich. Guck mal lieber nicht hin. Obwohl die Szene echt literally richtig lustig ist.
Du Sadist! Nein, ich find's so geil, wie es einfach so quasi, wie er so als Märchenprinz aufgebaut wird und dann einfach bam. Aber er hat ihn von einem grausamen Tod gerettet. Ja. Ja, okay, aber mit so einem großen Drachen auch mal daneben zu ziehen, ist auch schwierig. Ja. Aber ich finde, es spiegelt Damon einfach so super wider. Ja. Komm sofort wieder. Er hat einfach einen riesen Flammenwerfer. Dabei ist der Drache noch klein. Wir bekämpfen Feuer mit Feuerpfeilen. Nicht sehr effektiv. Naja, gegen Damon schon. Der hat einen Pfeil in der Rüstung. Aua, aua, laut. Tolle Pop-Ups. Dodo, man sieht das halbe Bild nicht mehr. Ich kann mich sofort erlauben. Ich sehe gar nichts. Das halbe Bild ist jetzt aber auch übertrieben. Na, noch mehr. Das heißt, der König hat jetzt ein neues Kind. Dodo. Kann sein, ich weiß es gar nicht. Ja, hat er. So, da bin ich wieder. Ungünstiger Zeitpunkt. Aegon oder welcher ist das? Hm? Aegon oder welcher? Er hat ihm gerade klar gemacht, dass was auf den Trittstein passiert ist. Also. Aber guck mal, wen wir da haben. Achte mal aufs Wappen. Löwe. Ja. Oh. Ich glaube, hier haben sie einfach Modern Talking gleich drin, von der Melodie drin. Hör mal auf die Melodie. Mhm. Ja. Oh, der ist auch interessant. Ah, ah, ah.
Einfach, aber effektiv. Ja. Sie kann da ja eigentlich sogar gar nichts dafür. Nee. Ach, da kommt noch ein zweites sofort. Wer ist denn der andere nochmal? Ich weiß es nicht. Das muss ich kurz googeln. Auf dem Drachen. Aegon und Aemond. Ich wusste auch, die haben einen sehr ähnlichen Namen. Aegon wird später für, ich glaube, 2 oder 3 Folgen von dem Sohn von David Tennant gespielt. Oh, lol. Zehnter Doktor. Das war übrigens der Bruder von der Hand. Ja. Aber das heißt, wenn ihr Vater jetzt früh genug stirbt, bevor die Söhne alt genug sind, wird sie trotzdem Königin, ne? Nicht unbedingt. Aber noch ist sie die Nachfolgerin. Theoretisch ja. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Alicent Hightower zur Königin Regentin wird, bis die, bis die Kinder erwachsen sind. Meiner Meinung nach der unangenehmste Charakter in der ganzen Serie. Sie oder? Nee, hier, Klumpfuß. Ah, okay. Oh, ganz interessanter Fakt. Am Anfang der ersten Folge, glaube ich,
ist ihr Mann gestorben. Man hat es nicht wirklich mitbekommen, man weiß es nur durch den Namen. Das heißt, sie ist auch noch einigermaßen frisch verwitwet. Und der Mann ist halt quasi fürs Reich gestorben, deswegen war der Diss nochmal Naja. umso härter. Ah, und wir haben hier das schöne Theme. Natürlich nicht. Ja. Natürlich. Woher noch sonst? Natürlich. Klar. Gott. Sehr sass. Aua. Sie ist aber wirklich gut da drin, Leute zu fronten. Aber ohne sich selber damit ins Aus zu manövrieren. Ja, klar. Endlich. Das heißt, wir haben 4 Jahre innerhalb der ersten 3 Folgen. drei Folgen, ja. Aua. Ist halt auch interessant, mit sowas wie Strategie und so, das juckt dir nicht, aber sobald du mit irgendwelchen Omen und Zeichen ankommst, ist er voll dabei. Ja, klar. Wie gesagt, der König sein, das kann er halt nicht. Ja. Sie ist halt komplett anders. Ja. Sie interessieren die Omen und sowas halt nicht. Sie agiert halt strategisch. Aber als Leibwache von ihr musst du auch ordentlich auf Zack sein. Ja, weil sie halt einfach ihren Dickkopf durchsetzt. Ja. Das macht sie halt als Charakter sehr gut. Ja.
Und er ist wahrscheinlich dann derjenige, der noch den Ärger dafür kriegt. Er ist der, dessen Kopf hängen wird, wenn ihr irgendwas passieren sollte. Ja, ja, genau. Aber er ist auch nur in der Position wegen ihr. Ja, ja, klar. Ja. Auch interessant, wie sie das weiße Pferd bekommen hat. Ja. Das ist ganz interessant, weil in Game of Thrones gibt es eigentlich nur eine Person, die ein weißes Pferd hat. Na gut, sie hat ja auch einen Drachen, also. Ach, das weißt du sogar schon. Das kam auch in den, in den zwei Folgen vor, die wir geguckt haben. Was? Dass Daenerys ein weißes Pferd geschenkt bekommen hat. Ja. Ja. Dieser Thron sieht echt nicht gemütlich aus. Er sieht aber gemütlicher aus als der Schwerterthron. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Sich auf einen Thron zu setzen, der aus Schwertern besteht, ist nicht sehr intelligent. Als Kinderspielzeug. Die sieben ist übrigens die Religion, an die geglaubt ja, wird. Nee, dachte ich mir schon fast. Das ist quasi so. Sieben Königslande. Das wird später, glaube ich, auch nochmal thematisiert. Uff. Auf. Wow. Weil er keine andere Erbin hatte? Ja, ja. Aber ich bin ehrlich, sie wird, glaube ich, eine ziemlich gute Königin abgeben. Ich weiß es nicht. Es passiert halt noch viel. Ja, yeah, klar.
Sowohl viel Positives als auch viel Negatives. Weise. Aber schon wieder politisch unklug. Ja. Du meintest, es war verwerflich, dass ich meinte Rhaenyra und er. Okay. Ich heirate meine Tochter nicht. Vielleicht heirate deine Kinder untereinander. Was? Also die Blutlinie wäre gewahrt. Ja. Und sie würde weiterhin Königin werden, aber trotzdem. Und Alicent wäre dann doppelte Stiefmutter. Doppelte Stiefmutter? Obwohl, nee, Stiefmutter ist es quasi die Mutter deines Verlobten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Sie wäre Mutter? Nee, sie wäre Stiefmutter. Und gleichzeitig Stiefmutter? Nee, sie wäre Stiefmutter und Schwiegermutter gleichzeitig. Genau. So. So. Ich habe das gerade durcheinander gebracht. Oh Gott. Der Stammbaum wird zu einem Kreis umgeformt. Natürlich. Und ziemlich stark betrunken. Er wirkt aber sehr weise. Ich glaube auch, dass er einer der wenigen Charaktere ist, die durchgängig loyal sind. Also loyal dem König gegenüber. Ja, ja. Ist actually sehr smart. Es ist smart. Ja. Der wäre auch ein sehr guter König. Ja. Aber auch moralisch dafür sehr verwerflich. Obwohl, er denkt halt immer noch sehr strategisch. Nee, er denkt sehr strategisch, aber trotzdem. Ja, ja, okay, so meinst du das. Moralisch gesehen. Obwohl, mit Leno ist gar nicht so. Nee, das nicht, aber der Vorschlag davor. Ja. Leno ist auch einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie. Wie findest du ihn? Sehr sympathisch.
Stimmt. Und er scheint auch nicht so dumm zu sein. Ich hasse Jumpscares. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Jumpscare ist. Ich glaube, man... Ich weiß es nicht. Bruh. Ja, ha. Es war kein Jumpscare. Das wusste ich noch. Es springt dir nichts an. Du siehst halt einfach, dass es aus der Ferne angelaufen kommt. Abendessen. Sie hat eine weise Wahl getroffen. Aber schöner Matchcut mit dem Feuer. Ja, Rhaenyra's First Kill, glaube ich. First Blood. Ja. Wie er am Schwanken ist. Ich finde, er ist aber auch ein extrem guter Schauspieler. Ja. Ich glaube, Paddy Constantine, also er, wurde auch für irgendwas nominiert in der Rolle. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Interessant, aber dass seine Gene sich durchgesetzt haben. Wie, dass seine Gene sich durchgesetzt haben? Das ist sehr interessant bei den Targaryens, dass sich die weißen Haare immer durchsetzen. Ach so. Naja. Die ist weiß-blond. Das ist ja kein komplettes Weiß. Ja. Ich glaube, von ihnen selber wird es als Silber bezeichnet. Naja. Wow, wow. Also erkennst du sie halt leichter. Wo ich es ein bisschen verwirrend finde, dass die Seeschlangen auch weißes Haar haben. Die haben aber weißeres Haar. Die haben ja wirklich richtig pur weiß. Aber es ist trotzdem ein wenig verwirrend. Ja. Weil das ja jetzt einfach nicht so die normalste Haarfarbe ist, so. Ja, aber die Seeschlange kommt ja auch aus demselben Haus.
Die Seeschlange kommt nicht aus dem nicht aus demselben Haus, aber die haben ja ähnliches Blut. Ja, valyrisches Blut, ja. Achte mal auf seine Finger. Na gut, nach 4 Jahren dürfte der Finger jetzt noch mehr kaputt sein, ne? Da gibt es gleich eine lustige Anekdote dazu, die muss ich gleich neu erzählen. Aber es ist kein weißer Hirsch, wie angekündigt. Ja, ja. Deswegen ist er ein wenig deprimiert. No animal was harmed in this production. Da. Er spreizt die beiden Finger ab. Beziehungsweise er hat einfach die beiden Finger nicht mehr. An der einen Hand hat er nur noch 3 Finger. Weil die abgefault sind. Ja. Da gibt es eine Lust, das haben sie am Anfang erst bei einer Szene vergessen, auszuretuschieren. Weil es gibt auch Szenen, da siehst du halt quasi, da trägt er die Handschuhe nicht. Mhm. Und die werden halt quasi per Greenscreen bearbeitet. Ja, musst du ja. Aber dann hattest du einfach 2 grüne Finger. Oh. Ja. Das wird dann nochmal klappenheimlich schnell geändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Art des Jagens, des Kills des Königs, war ja schon ziemlich langweilig. Ja, er hatte auch einfach keine Lust darauf. Ja, es ist auch einfach so. Warum? Ja, das ist so symbolisch, klar, aber eine wirkliche Jagd war das jetzt nicht. Nee. Weil er auch einfach nicht die Kraft und nicht die Lust dazu hatte. Das ist der weiße Hirsch. Das ist der weiße Hirsch. Das ist sehr symbolisch. Ja. Weil sie auf der richtigen Jagd war. Mhm. Hier haben wir ja das schöne Theme. Jetzt auch die ganzen Reaktionen von den Leuten. Ich hätte es noch lustiger gefunden, hätte sie den weißen Hirsch mitgebracht. Also das hätte noch mal mehr Macht von ihr demonstriert. Eindrucksvoll, bin ich ehrlich. Ja. Ja, nee, aber mit dem weißen Hirsch hätte das noch mehr. Ja, klar. Noch mehr demonstriert, so. Ich bin halt einfach die bessere Königin als. Kinder. Finde ich so weird. Ja. Dass sich Leute aus der eigenen Familie ja, klar. Mit Titeln oder sowas ansprechen. Ja. Und auch ohne zu provozieren oder so, sondern einfach. Weil es so sein muss. Ja. Ich finde es aber interessant, wie sie immer
wie sie immer noch irgendwie parteiisch zu Rhaenyra steht. Ja, ja. Jaehaerys war quasi so das Vorbild. Mm. In Game of Thrones Staffel 2 gibt es übrigens einen ganz dicken Spoiler für die Serie. Oh, schön. Der wird aber einfach nur so nebenbei gedroppt. Da unten liegen übrigens die Skelette von dem und dem. Oh! Verständlich. Ja. Die Finger sehen aber echt nicht mehr gesund aus. Nee. Das ist die Aufgabe des Königs. Gute Frage. Nächste Frage. Überbringt den Brief persönlich. Das bedeutet, der kommt in was weiß ich wie vielen Tagen an. Ja. Mm-hmm.
sitzt auf dem Stuhl der Ich weiß, der Hand. Upsi. Ja. Huch. Das wäre gut für Sie. Ich habe gerade überlegt, was das sind. Natürlich, das sind Katapulte. Ja. Ich war so Raketen, weiß ja, ich ja nicht. Schwierig. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch lange nicht. Feuerpfeile? Bisschen groß. Ich finde das da hinten eigentlich viel interessanter, als was hier vorne passiert. Ja, ja. Das ist übrigens Lena. Dieser Drache hat irgendwas von einem X-Wing. Mhm. Ich finde es interessant, wie der Krieg einfach auf diesem ebenerdigen Holztisch geplant wird. Ja. Das hast du oft in Game of Thrones, dass Kriege auf Tischen geplant werden. Ja, aber der Tisch ist halt ebenerdig. Da sind keine Erhöhungen oder Erniedrigungen drin. So, wo du auch mal ein bisschen was drauf sehen kannst.
Das meinte ich am Ende der letzten Folge mit, er spricht die ganze Zeit nicht. Naja. Hier wird jetzt so viel über Mimik und Gestik geregelt. Und das wurmt ihn zutiefst. Ja, klar. So nach dem Motto, du kriegst es ja selber nicht hin, jetzt helfe ich dir. Ja. Erstmal nachgucken, ob da irgendwo ein Drache rumfliegt. Ja, klar. Ich will gerade gar nicht so viel sagen, weil es einfach inszenatorisch so gut gemacht ist. Das war so klar. Ja, natürlich, als ob David sich geschlagen gibt. Plot Armor. Ah, es war klar, dass jetzt sowas von ihm kommen wird. Ja, natürlich. Er muss jetzt irgendwie den Sieg herbeirufen, bevor die Flotte des Königs eintrifft. Oder er muss selber sterben. Aber interessant, dass die vorhin noch von dass Laenor noch sagte, dass Daemon der Einzige ist, der da freiwillig reinrennen würde. Ja, natürlich. Der ist so durchgeknallt.
Und dann schaut, dass sie alle losrennen. Ja. Alle schön einzeln. Aua. Da war die Plot-Armor vorbei. Ja. Wobei man sagen muss, mit Pfeilen ist es auch nicht so einfach zu treffen. Ja, klar. Ich meine, er war halt echt schnell unterwegs. Ja, klar. Und du siehst, was da für ein Wind geht. Und je näher du kommst, desto einfacher ist es auch zu treffen. Ja, klar. Und die standen oben auf den Bergen. Ja, ja. Sieht schlecht aus. Das könnte den ganzen Tag so weitergehen. Würde Cap jetzt sagen. Firewall. Kennt man den auf dem Drachen? Laenor ist einfach mit einer der coolsten Charaktere, die es gibt. Also das war Laenor. Das ist... Der Sohn der Seeschlange. Fuck. Mit dem Rhaenyra verheiratet werden soll. Ach echt? In irgendeiner Game of Thrones Schlacht hat man auch so einen super One-Shot, wo man quasi einfach nur so vom einen Charakter zum anderen geht. Oh. Aber ich weiß nicht mehr in welcher. Also siehst du, die Schlachten sind nicht so blutig wie, Nein. Also sind nicht so detailliert wie, ja. Das wäre auch ziemlich langweilig für so eine Schlacht. Ja, ja. Wenn es du da. Es ist halt schnell gecuttet. Ja, weil die Schlacht ist halt auch schnell. So, wenn die Schlacht langsam wäre, das wird keinen Sinn ergeben. Ja, klar. So würdest du detailliert jeden Kill sehen, so. Das macht keinen Sinn. Ich will halt nicht wissen, wie viele Liter Kunstblut die da rausgehauen haben. Und wie viel im CGI nachretuschiert werden durfte. Und wie viele praktische Effekte die hatten. Oh. Das ist halt krass. Man denkt, es gibt irgendwie so einen epischen Fight zwischen dem Crabfeeder und Daemon. Nein. Es wird einfach geskippt. Offscreen-Kill. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Krabbe einfach nicht kämpfen kann. Oh, Counter. Aber anstatt dass er nur den Kopf, nein, er nimmt halt den halben Körper mit. Ja. Der war sehr wahrscheinlich eingekonter Schlag und dann war das ja, Ding ja. Erledigt. Obwohl vielleicht doch ein bisschen mehr als ein Schlag. Naja, wenn du den halben Körper durchtrennst. Ja, hast recht. Also, eingekonter Schlag. Ja, das war's auch für die Folge.
bisher die actionreichste Folge, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, die letzte war sehr viel Reden, die war sehr viel Action. Ja. Und sehr wenig Reden teilweise. Vor allem zum Ende hin. Und Damon hatte nur diese drei Sätze am Anfang. Ja. In den ersten 5 Minuten. Aber das war klar, dass die Insel jetzt fallen muss. Wo ich damals gedacht hätte, dass die, also jetzt, bevor es zu dem Kampf ging, dass diese ganze Crabfeeder nochmal größer, noch größer ist. Dass sie noch mehr Bedeutung hat, weißt du? Weil die wurde ja in den ersten 2 Folgen immer sehr als die große Gefahr aufgebaut. Und in der 3. Folge hieß sie, also, es war ein Offscreen-Kill. Ja. Ja. Sie ist halt dafür verantwortlich gewesen, dass überhaupt diese große Spaltung entsteht. Oder sie ist ein Teil davon gewesen, ja, großer. Ja, ein Teil davon. Weil der, wie heißt der, dieser Schlangentyp? Corlys Velaryon. Genau, der halt dadurch sehr viel Macht verloren hat. Ja. Ja. Und sich dann durch die Hochzeit nochmal erhofft hat, zum einen weiter in den Krieg, oder in den Krieg einziehen zu können und wieder an Macht zu gewinnen. Ja, ja. Um sich halt mit dem König zu verbinden. Und seine Stellung am Hofe halt auch damit gefestigt hat. Oh, festigen wollte. Ja. Und somit, er hat das eine nicht gekriegt, hat dadurch keine Macht mehr gekriegt und das andere auch nicht und verliert dadurch noch mehr Macht. Ja. Somit ist er ja mehr, oder hat er dem König ja mehr oder weniger den Rücken zugekehrt. Und er ist halt der neben dem König der Zweitmächtigste. Ja, ja, klar. Und niemand möchte der Zweitmächtigste sein. Und so. Dann noch Macht verlieren. Ja. Mehr auch an sich, niemand möchte der Zweitmächtigste sein. Da gab es nur, da habe ich gestern eine Game of Thrones Folge, ich gucke ja Game of Thrones parallel nochmal. Gab es auch so ein schönes Zitat. Da hieß es auch so, ja, quasi, dass niemand der Zweitmächtigste sein will, dass man sich immer quasi nach der nächsten Stufe sehnt. Und wenn man ganz oben ist, will man diesen freien Himmel über sich auch nicht mehr aufgeben. Ja, klar, entweder du willst der Mächtigste sein. Und du willst auch der Mächtigste bleiben. Ja, ja, klar. Oder du willst halt irgendwo zwar viel Macht haben, aber nicht der Zweitmächtigste oder Drittmächtigste. Ja, ja, klar. Bis dahin ist ja die Luft nach oben nicht mehr so hoch. Ja. Wenn du zwar mächtig bist, aber noch ganz viele Leute über dir stehen, ist das nicht ganz so schlimm. Da kannst du ja dich ja auch wohlfühlen. Ja. Oder ganz oben, aber nicht dazwischen. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Jetzt als nächstes kommen meine beiden Lieblingsepisoden. Oh, freut euch drauf. Ja, also die 5. Episode ist sehr raffiniert. Die 2. ist einfach vom... Die 4. meinst du? Den meine ich ja. Die 4. ist sehr... Ich mag sie vom Ambiente irgendwie. Sie ist sehr intim, sag ich mal so. Okay. Es wurde sich damals bei Game of Thrones immer sehr darüber beschwert, dass nur die quasi die Sexszenen aus Männersicht gezeigt wurden und von Männern inszeniert wurden. Und das ist in dem Fall jetzt nicht so. Okay. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich mag die Folge, weil einfach viel passiert. Ja. Viel Unerwartetes passiert, weil es halt auch so viel gegen die Regeln geht. Ja. Ich bin gespannt. Warum bin ich gespannt? Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Ja. So. Der König hat mal eine vernünftige Entscheidung getroffen. Mit dem, dass seine Tochter den heiraten soll, den sie heiraten will. Ja. Und die haben mal wieder miteinander gesprochen. Das ist ja sowieso so. König und Tochter. Nein, wir reden nicht miteinander. Nein, nein. Da gibt's also nur wenn es wirklich kurz vor knapp ist und gefühlt alles andere auseinanderbrechen würde. Könnte man ja mal miteinander reden. Dann müsste man mal vielleicht. Ich bin ja mal so gespannt, wie du auf den Zeitsprung klarkommen wirst. Ja, der kommt wann? Nach Folge 5. Also genau, okay. Du hast quasi die Folge 5, das Finale, also Mid-Season-Finale nenne ich es mal. Dann wird nochmal richtig was aufgebaut und dann hast du erstmal 30 Jahre Stille. Wow. Ja. Freut euch drauf. Ich bin echt, ich bin auch gespannt, wie die Videos bei euch ankommen. Das erste Video kam ja ganz solide an, dafür, dass es halt ein 75-Minuten-Part ist. Ich kann verstehen, dass er abschreckend ist. Und da ist auch nicht so viel Spannendes hier passiert. Und wir teilweise einfach nur sitzen und... Es war halt vorhin bei der Szene wirklich so... Niemand wollte was sagen, weil die Stimmung gerade einfach so... Ja.
da war. Ja. Aber das zeigt halt auch wirklich, dass es eine gute Serie ist. Ja, die sehr schön inszeniert. Ja. Und auch sehr logisch. Mhm. Also, das Problem bei so Fantasy-Serien ist halt, oder wenn du halt so viele verschiedene Charaktere und Häuser hast und hier und da, du musst alles logisch miteinander verbinden. Ja, klar. So. Und du musst auch die Charaktere, die du aufbaust, logisch weiterführen. Ja, klar. So, es wäre jetzt zum Ende nicht logisch gewesen, hätten sie gewartet oder hätte er gewartet und auf die Armee gewartet und dann mit vereinten Kräften. Ja, klar. Es macht für ihn mehr Sinn, so zu agieren. Er ist einfach ein Dickschädel. Ja, und er will die Hilfe seines Bruders nicht haben. Ja. Das hätte ihn ja total gedemütigt. So, alleine kriegt er es nicht hin, aber mit Hilfe seines Bruders, ja, toll. Das Spiel zwischen den beiden finde ich auch immer noch interessant. Es musste so passieren. Ja. Und das ist einfach gutes Character-Writing. So, es macht Sinn. Die Serie ergibt Sinn. Wen siehst du denn später auf dem Thron? Aegon oder Rhaenyra? Ich hoffe Rhaenyra. Also, wenn man nach der Logik, also wenn man nach dem König geht, ist es Rhaenyra. Oder soll es Rhaenyra werden? Ja. Wie er sagt bis jetzt. Wenn man nach den Regeln geht, wird es Aegon. Wenn man nach den Regeln geht und das, was das Volk und alle anderen wollen in der Serie, wird es nach Aegon gehen. Wobei Rhaenyra sich, glaube ich, sehr gut als Königin geben würde. Mhm. Und Emma Darcy bringt auch nochmal so ein ganz anderes Spiel mit rein. Das ist die ältere Rhaenyra. Die, ich finde Millie Alcock als junge Rhaenyra super. Also die spielt echt super, ja. Mhm. Und Emma Darcy als ältere Rhaenyra auch super. Auch hier bei der... Oh, wie heißt sie denn jetzt? Ja. Bei der jungen Alicent. Mhm. Die wird ja dann später auch nochmal durch jemanden anders ersetzt. Die beiden sehen absolut gleich aus. Ja, du siehst keinen Unterschied. Soll's geben. Du siehst keinen Unterschied. Das könnte Mutter und Tochter sein und sie sehen gleich aus. Also, aber das werden wir dann ab Folge 6 sehen. Wir bedanken uns, dass ihr bleibt dran, habt. Bis dahin. Nächsten Freitag geht's weiter. Freut euch drauf. Ja, einer Dodos Lieblingsfolgen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja, bis dahin. Ciao.